Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, der Arsch ist zurück. Letztens habe ich euch ja in einem mega heftigen Cliffhanger zurückgelassen. Ja, es geht weiter. Wir klicken auf Erzählen und erfahren hoffentlich, bitte lass es so geschehen. Wir erfahren Rosts Geschichte. Natürlich will ich sie hören. Erzähl. Rost hat nie ein Verbrechen begangen. Er wählte sein Schicksal selbst. Wie meinst du das? Vor vielen Jahren, vor der Störung, vor den roten Raubzügen, wurden wir von einer Bande Fremder, 12 an der Zahl, plötzlich überfallen. Sie nahmen Geiseln in Mutters Mahnwache und zogen weiter in Richtung Teufelsdurst. Wieso wird uns jetzt immer angeboten, ein andermal zu klicken? Ist es für die Spieler, die keine Story wollen und das einfach durchzocken wollen, ohne irgendwie auf die Story einzugehen? Das wäre natürlich logisch, die Erklärung, aber... Mann, das ist wichtig! Ich will das wissen jetzt, komm. Mutters Mahnwache. Mutters Mahnwache? Wo ist das? Du kennst es als das verlorene Dorf. Nahe der Karja-Grenze. Doch zu der Zeit lebten dort viele Familien. Rosts war eine davon. Seine Partnerin starb im Kampf gegen die Fremden und seine Tochter wurde als Geisel genommen. Deine Tochter? Wie hieß sie denn? Alana. Sie war erst 6 Jahre alt. Nora-Krieger konnten 12 Fremde nicht stoppen? Oder die Geiseln retten? Es war einfach nicht möglich. Wir waren viel mehr. Doch immer, wenn ein Krieger in Schussweite kam, töteten die Fremden eine Geisel. Was wollten sie überhaupt hier? Das fanden wir nie heraus. Wir konnten uns ihnen ja nicht weit genug nähern. Wir wissen, dass sie 2 Tage lang bei Teufelsdurst lagerten. Es hieß, von dort kämen seltsame Geräusche. Und dann, so plötzlich wie sie kamen, zogen sich die Fremden zur Grenze zurück und verschwanden. Was war mit Rosts Tochter? Wurde sie getötet? Rost war einer der Krieger, die den Fremden folgten, so gut es eben ging. 6 Geiseln waren noch am Leben, als die Grenze erreicht war, darunter Alana. Statt sie freizulassen, schlitzten die Fremden ihnen die Kehle auf und ließen ihre Leichen kurz hinter der Grenze liegen, uns zum Hohn. Warum? Grausamkeit. Sie wussten, die gläubigen Nora würden das heilige Land nicht verlassen, nicht für die Toten und nicht zur Verfolgung. Sie dachten, wir könnten uns nicht rächen. Willst du sagen, dass Rost sie verfolgt hat und zum Verbannten wurde? Nein. Rost war außer sich vor Trauer, aber er hätte niemals ein Tabu gebrochen. Was hat er dann getan? Er forderte von uns das schrecklichste und geheimste Ritual des Nora-Stamms. Er bat um Ernennung zum Todessucher. Ein Todessucher? Was ist das denn? Ein Todessucher? Was ist das? Jemand, der für die Suche stirbt und durch die Suche anderen den Tod bringt. Das Ritual entreißt dem Körper die Seele und legt sie in Urmutters Hände. Das Herz schlägt, der Kopf denkt, doch ganz ohne die Seele. Das verstehe ich nicht. Rost verfolgte die Fremden. Doch seine Seele blieb hier. Sie blieb hier. Bei der Urmutter. Er barg die Leichen der Geiseln und brachte sie her. Und dann folgte er ihnen nicht als Verbannter, sondern als Waffe der Vergeltung. Ein starker Pfeil, der einmal losgelassen nie zurückkehrt. Aber Rost kehrte zurück. Ja, ein volles Jahr später. Und schwer verwundet. Wir fanden ihn an der Grenze zum Heiligen Land. Ein Jagdtrupp sah ihn dort liegen,
bewusstlos. Fast tot. Laut Gesetz hätte er dort sterben müssen. Doch eine Jägerin brach das Tabu. Sie griff über die Grenze und zog ihn zu uns hinüber. Wer war sie? Eine Kriegerin, deren Partner und zwei Söhne von jenen Fremden getötet worden waren, die Rost verfolgte. Rost hat die Mission also nie erfüllt. Doch, er tötete sie alle 12. Er fand sie an den unterschiedlichsten Orten, sagte er. Meridian, Ban-Ur, das Anrecht, Utaru-Land und sogar auch im verbotenen Westen. Der letzte von ihnen brachte ihn fast um. Verwundet taumelte und kroch er zurück zu uns. Er hoffte, möglichst nah am Heiligen Land sterben zu können. Er hat nie erwartet oder erbeten, über die Grenze hinübergezogen und gesund gepflegt zu werden. Das war nicht sein Wille. Und stellte uns, die Stammmütter, vor ein großes Problem. Ich muss mich kurz auf Offline stellen. Warte mal kurz, Leute. Get me out of story. Ich bin offline, Leute. Verpischt euch mit euren fucking Einladungen, wenn ich aufnehme. Mann! Die Meldungen kann man ausstellen, ich weiß. Ich werde das auch in der nächsten Folge machen. Also vor der nächsten Folge. Ah, das ist so... Na komm, wir sind wieder in-game. Und warum wurde er ausgestoßen? Warum war er euch nicht willkommen? Rost war jetzt ein Todessucher, Aloy. Es gab im Stamm keinen Platz mehr für ihn. Wir hätten ihn fortjagen müssen. Aber das brachten wir einfach nicht über uns. Also gab es einen Kompromiss. Ihr habt ihn ausgestoßen? Ja. Wir boten es ihm an. Unter der Bedingung, dass er niemals über diese Ausnahme sprach. Mit niemandem. Nach allem, was er getan und erlitten hatte, wurde er zur Belohnung ausgestoßen? Rost war hocherfreut. Er hatte gedacht, nie wieder im Heiligen Land leben zu können, schon gar nicht im Becken, so nah bei der Göttin. Er beschloss, den Rest seines Lebens allein zu verbringen und war zufrieden damit. Doch dabei kam ich ihm dann dazwischen. Ja. Noch ein Kompromiss. Die Stammmütter fürchteten dich und wollten nicht, dass du im Stamm aufwächst. Also fragten wir Rost. Ich wusste, er würde dich beschützen, dich erziehen, dich lehren, die Urmutter zu ehren und den Stamm zu respektieren. Er hat es zumindest versucht. Ihr schickt einem Mann, dessen Tochter tot war, ein kleines Mädchen? Findest du das nicht gefühllos? Ich bin der Ansicht, dass der Lauf der Ereignisse gezeigt hat, dass wir richtig lagen. Und ich bin ziemlich sicher, seit er dich zum ersten Mal gesehen hat, empfand er dich als Geschenk und nie als Last. Okay, Tirsa. Was für eine Geschichte. Ach du Scheiße. Oh, das war heavy. Das war heavy. Ich mache mich auf den Weg. Ich danke dir, dass du mir helfen wolltest. Die ganze Zeit. Und für Rosts Geschichte. Ich hätte gern mehr getan. Aber ich war ganz allein. So wie ich. Wir müssen uns nicht verstecken. Oh, danke, Aloy. Ich bete für dich. Okay, kann ja nicht schaden. Ach schön, ein Fertigkeitspunkt. Nice, und EP, danke dir. Der gefallene Berg. Die Göttin hat sie im Inneren des heiligen Berges gesalbt. Yep. Stufe 39, easy. Der Berg der Urmutter. Jessa. Ich lebe schon lange. Sie ist die Tochter. Aber so etwas Göttin habe ich noch nie gesehen. Tirsa hatte recht. Ein Segen, kein Fluch. Wir waren so verunsichert. Hast du die Gesalbte mal in Aktion gesehen? Ich habe Mitleid mit jeder Maschine, die ihren Weg kreuzt. Aloy! Oh ja. Ich werde einen Kriegstrupp nach Meridian führen. Du hast mein Wort. Sehr schön.
Aloy, wie hast du das gemacht? Die Mörder. Wir werden nach Meridian gehen, Aloy. Ich nehme Mutters Speer mit. Arana. Dein Vater hat recht. Du gehörst hierher. Ihr beide gehört hierher. Göttin, beschütze sie. Ist wohl besser so. Ich will dir nichts übersehen. Ich rede hier mit jedem. Das ist auch interessant. Gesalbte. Ich habe die Zeichen falsch gedeutet. Vergib mir. Ich sagte doch, ich bin nicht deine Gesalbte. Sei nicht so hart, Mann. Es tut mir leid, dass ich dich nicht im richtigen Licht sah. Das tust du immer noch nicht. Ich glaube, du kannst es gar nicht, Lansra. Vergib mir. Steh auf. Stell dich auf deine eigenen Füße und geh mit offenen Augen durch die Welt. Als sie aus dem Berg heraustauchte. Aloy, das ist verbittert, Mann. Aloy, wie du befehlst. Meine Augen sind offen. Gut. Dann halt doch auch gleich noch den Mund geschlossen. Was? Aloy! Nein! Mann! Sie macht ja wirklich. Die Verderbnis beutet noch immer das Land. Man sollte über sowas nicht lachen, aber ich finde das funny. Oh Mann, ey Leute, du bist so verbittert gerade. Seid stark in deinem Glauben an die Götter, so etwas. Die Gesalbte sind alle Zeit. Ja, ja, ich bin die Gesalbte, danke dir. Wo ist Tab? Er liegt ja auch noch irgendwo rum. Aloy, warst du im Innern des Berges? Du warst dabei. Du hast gesehen, wie ich reingegangen bin. Du hast doch gesehen, was passiert ist. Siehst du mal. Naja, eigentlich nicht. Hier vom Boden aus sieht man so schlecht. Ja. Sie hat ja, Berg, okay. Ich wusste immer, dass du etwas Besonderes bist. Aber das hier? Bitte nenn mich jetzt nicht die Gesalbte oder irgendwie sowas, Tab. Okay? Schon verstanden, Aloy. Aber was ich denke, bleibt immer noch mir überlassen. Was hat Ach, Tab. Berg gesehen? Vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen. Wo ist denn dieser eine Tutti? Der interessiert mich auch noch hier. Pfff. Der Stamm, dem ich diente, ist nicht mehr. Und ich werde auch bald sterben. Die Nora haben zu viele verloren, Rash. Aber in deinem Fall lässt es sich wohl verschmerzen. Och, Aloy. Mann, Aloy wird voll badass. Am Anfang haben wir doch die liebe, süße Aloy. Aber ich glaube, durch unsere letzten Entscheidungen, in den letzten 3, 4, 5 Entscheidungen, habe ich ja wirklich immer den Badass-Weg genommen. Hast und deswegen du die Gesalbte mal in Aktion gesehen? Entwickelt sich auch Aloy, glaube ich, gerade ein bisschen mehr in die Babo-Richtung. Und nicht mehr in dieses liebe kleine Aloy-Mädchen, sondern mehr in dieses wirklich knallharte Mädel, das dieses Land aufräumen wird. Ich kann euch nur grüßen, ne? Ne, grüßen muss ich nicht. Soweit kommt's noch. Der Berg der Urmutter hat sich ihr geöffnet. Ich gehe, es gibt die Stiege, auch wenn ich darüber gehen kann. So, wir haben 3350 Schritte vor uns. Also werden wir natürlich zu Fuß gehen, weil... Natürlich nicht. Was denkt ihr denn von mir? Mann! Und haben wir noch... Wir haben noch was hier. Fällt's gerade ein. Wenn wir schon hier sind, dann müssen wir es tun. Ihr wolltet bestimmt gerade, was ist los mit Rayon? Wo muss ich denn jetzt unbedingt hin? Warte, ich such's gerade kurz. Wo war das nochmal? Irgendwo war's doch. Warte kurz. Ich find's noch gleich. Muss ich näher ranzoomen dafür? Wo war das? Ich glaube, ihr wisst, woran ich suche gerade, ne? Wo war nochmal das Lager? Ich finde es gerade nicht. Hä? Ich bin gerade leicht verdutzt. Das war doch hier irgendwo. Oder was ist das? Was ist das hier? Das ist Mutterherz selbst, okay. Aber wo war denn das Lager von Rost? Denn ich weiß aus sicheren Quellen, dass bei Rosts Lager ein Grab steht. Und ich will dahin. Das war hier unten, 100 Pro. Das war hier irgendwo. Wahrscheinlich bin ich gerade blind einfach nur. Nee, das war hundertprozentig hier. Oder etwa nicht? Könnte auch hier gewesen sein. Hier! Das ist doch das Grab, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Okay, wir müssen hier her. Wir müssen es einfach tun.
Wenn wir schon im Nora-Gebiet wieder sind, was wir in Zukunft wahrscheinlich weniger wieder sein werden, dann müssen wir es tun. Wir müssen einfach zum Grab. Wir sind schon über 60 Folgen zu spät dran. Mann, Ross, tut mir leid. Aber so spät das nie. Das Chaos auf Feuerwappen-Outfit schützt gegen Feuerschaden. Ach, das haben wir sogar gerade an, ne? Ja, ich glaube, das haben wir gerade an. Ja. 60 Folgen zu spät. Ah, Ross, sorry. Dass er das alles gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Ernsthaft? Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich kriege jetzt ein Tutorial. Geil. Krieg dafür auch Zeug? Ich hole mir noch Frostbeulen. Alte Ruine entdeckt. Rusts Grab. Wieso alte Ruine? Warum? Hättet ihr euch da nicht was Neues programmiertechnisch einfallen lassen können? Oh, nee. Hä, wo ist es denn? Ist das nicht? Reden. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass da Blümchen und so stehen, aber vielleicht hätten wir dafür früher da sein müssen. Oh. Hi, Rust. Ich nehme das mal ab. Ich will nicht, dass er zuhört. Rust, ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht schon früher besucht habe, als du lebwohl sagtest. Da ließ ich dich zu schnell gehen. Ich dachte nicht, dass ich dich zum letzten Mal sehen würde. Ich habe nur so stark getan. Ich hätte wissen müssen, dass du bei der Erprobung über mich wachst. Und für mich da bist wie niemand sonst. Wie immer. Mein letztes Mal. Also, ich war im Innern des Bergs. Erinnerst du dich an den Vorabend der Erprobung? An deine letzte Lektion für mich? Du sagtest, ich müsse einem größeren Ziel dienen als mir selbst. Tja, viel, viel größer geht's nicht. Es ist dasselbe Ziel, das Elisabeth hatte. Und Gaia. Für das sie zu sterben bereit waren. Also ja. Ich tu's. Ich nehme die Aufgabe an. Für Elisabeth. Und Gaia. Und für dich. Tja, ich muss eine Masterüberbrückung retten. Ich sollte also gehen. Bis zum nächsten Mal, Rost. Oh Mann. Aber jetzt mal rein aus Interesse. Die hat gerade voll viel von unserer Story erzählt, was wir vor kurzem erlebt haben. Was erzählt sie bei den Spielern, die früher hier waren? Erzählt sie dann anderes Zeug? Ich sollte gehen. Wenn's geht, komme ich bald wieder. Man kann hier öfter sprechen. Wir hätten früher hier sein sollen. Oh Mann, nein. Der gefallene Berg. Haben wir noch Sachen abzuliefern? Ja, haben wir. Nora-Jagdgebiete. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Wir müssen hier hoch. Begib dich zu Bitterklamm. Zu Bitter. Zum. Rayon! Deutsch! Zur Bitterklamm. So. Aber Leute, ich würde sagen, wir werden dadurch einen kleinen Abstecher machen, denn wir haben ja oben noch eine Bootstätte, die wir abklappern müssen. Aber wo wir nicht hin? Dann haben wir hier noch ein kleines Banditenlager auf dem Weg. Haben wir noch so viel Zeug. Dann haben wir hier noch eine verdorbene Zone für Stufe 32. Dann haben wir noch eine Metallblume und so weiter. Da haben wir irgendwo noch einen Langhals. Wahrscheinlich hier, siehst du mal. Noch so viel Zeug. Wir haben noch so viel Zeug. Wir müssen das alles noch abklappern hier. Ja, müssen wir. Müssen wir einfach. Schöpfers End. Okay, wo gehen wir denn als erstes hin? Ich würde sagen, hierher. Oder hier. Gehen wir uns erst einen Langhals oder die verdammte. Nee, doch. Ich würde sagen, wir gehen uns erst einen Langhals. Dann gehen wir über das Gebiet hier rüber. Gehen wir uns eine verdammte Zone. Dann gehen wir hierher und dann porten wir uns wieder hier zurück. So, so machen wir das. Also hier. Ja, ich habe genug Schnellreisepakete, mach hinne.
Das Balduk Verderbnis Tillerinnen Outfit schützt gegen Verderbnisschaden. Er macht ja Sinn bei dem Namen. Donnerkiefer, Plünderer und Langbeine verfügen über ein Ortungssystem. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Plünderer also. Okay. Deswegen haben sie uns immer entdeckt. Gegengifttrank heilt dich, wenn du durch Verderbnis vergiftet wirst. Okay, das ist gut zu wissen. Ich helfe also gegen Verderbnis, alles klar. So. Wohin das Langhalsteil? Wir müssten rein theoretisch da lang, dann müssten wir eigentlich richtig da lang. Boah, was jetzt eine geile Session. So, hier. Wo müssen wir hin? Da lang. Okay, ab zum Nice. 400 Schritte, das kriegen wir in der Folge noch hin, komm. Naja, wir sind schon bei 20 Minuten, aber von dem her. Blümchen sammeln. Das ist kein Blümchen, Rayon. Trotzdem, es ist wichtig. Was ist das hier? Feuerbrennwürzel. Brauche ich nicht. Heilung brauche ich. Ja, genau das hier. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, ist eine gute Idee, ey, Leute. Ich will mal meinen Beutel hier wieder voll kriegen. Wenn wir schon so viel schnell reisen, können wir trotzdem auch wenigstens die Kräuter hier mitnehmen, die hier schon auf dem Weg stehen. Die bieten sich auch an. Stein. Okay. Oh, Heilung. Hallo. Da ist Zeug, was mir nicht gerade gefällt. Ich gehe wieder, ne? Nicht nur, wenn ich hier Haken schlage. Ich will alles mitnehmen. Was ist das hier? Das ist eine Frostblume. Das ist Feuer. Das ist Stein. Stein, ja. So, gucken, ob wir ankommen. So wie ich mich hier gerade fortbewege, habe ich da Zweifel dran. Was bist du? Breitkopf. Breitkopf kann mir gestohlen bleiben. Obwohl. Ne, komm, mit Breitkopf kann mir gestohlen bleiben. Aber ich muss daran vorbei, das ist das Problem. Ich glaube, das sieht mich hier nicht. Oder rein theoretisch. Ja, Mann! Ich hätte nicht gedacht, das funktioniert. Nice. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es funktioniert. Nein, du brauchst nicht kämpfen. Wir haben zu tun. Tut mir leid. Können wir später kämpfen. Ja, das ist der Tüti da oben. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, und das Lager vorher auch. Langhals Sonnenstufen. Schweich mal kurz hier bitte, danke. Ist das hier denn ein freundliches Lager? Den Kopf des Langhalses. Ich weiß. Das ist immer so, Ella. Wo ist der Langhals? Das ist die Frage gerade. Eclipse. Was machen die hier? Die wollen wohl schon wieder einen Langhals fangen. Nee, das verhindern wir. Aber Leute, das verhindern wir in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Morgen 15 Uhr, ihr wisst, wie es läuft. Lasst eine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommentar, weil konstruktive Kritik. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!